Hallo und willkommen zurück bei Among the Sleep. Ich bin der Tovarok und wir machen uns jetzt mal weiter hier auf dem Weg. Wir sitzen unter dem Tisch im Moment. Wir müssen aber darüber den Weg gehen und wir dürfen keinen Krach machen. Wir dürfen keinen Krach machen. Weil wenn wir Krach machen, kommt die Hexe. Schnell hier runter. Verstecken, verstecken, verstecken. Da lief sie. Oh, da lief sie. Da haben wir aber Schwein gehabt. Durchgehen? Schieben wir das bisschen zur Seite. Alter, hier ist das böse gefährlich. Ich weiß mir nicht, wo wir. Ach, da können wir uns auch drin verstecken. Zur Not. Okay. Das hört sich ganz furchtbar gruselig an. Wir gehen mal weiter. Ich traue mich hier echt nichts zu berühren. Was ist das für... Ich will rein. Was knirscht da so? Oh mein Gott. Oh, das ist was für also... Was knirscht denn da so fürchterlich? Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Also wir dürfen hier nicht auf der Stelle stehen. Gut, dann bewegen wir uns mal weiter. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Was ist hier noch hinter? Zurück, ein Stück zurück. Da können wir rein. Frag mich nicht, wo wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Wir krabbeln da mal rauf. Ganz galant. Da auch. Da ist nämlich wieder eine Tür, eine Klappe, eine Luke, wie auch immer. Okay, das bringt uns hier gar nichts. Ich frage mich nicht, warum wir hier hoch müssen. Vielleicht können wir da irgendwas sehen. Nee, können wir nicht. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Also wir können da ja nicht runterspringen. So. Können wir da rückwärts wieder runter? Ja, das können wir, klar. Was ist hier denn? Irgendwas ist hier drin. Ich mach mal Teddy-Licht an. Furchtbar, gruselig. Da ist noch ein Bild. Vielleicht, ich weiß nicht, warum wir die Bilder sammeln. Vielleicht müssen wir die sammeln. Was kann man da sehen? Eine rote Frau oder Mann? Was macht denn hier so ein Krach? Das ist ja schrecklich. Ich gehe mal ein bisschen vorsichtig hier. Was ist hier? Hier können wir rein. Teddy Licht ist an. Oh. Oh. Kam uns da gerade entgegengeflogen? Teddy Licht an. Mein Gott, ist das ein Riesenraum. Aber der kam uns doch gerade entgegengeflogen. So, wir krabbeln da mal wieder raus. Wir müssen da nämlich weiter. Irgendwas macht hier furchtbar viel Krach. Nur die Frage ist... Schnell da rein. Schnell da rein.
Freunde, Freunde, Freunde. Alter Schwede, mein Gott. Ein Stück Seife brauchen wir nicht. Was ist denn das hier? Ach, ein kleiner Schrank oder was? Teddy, Licht aus. Man juckt mir die Nase, das ist ja komisch. Es kann ja auch sein, dass die hier so eine Runde dreht. Ach, hier ist ein Tisch. Hier können wir uns drunter verstecken. Okay, gut zu wissen. Oh, verstecken, verstecken, verstecken. Licht aus. Ganz weit zurück. Und hoffen, dass sie uns hier sind. Wir dürfen keinen Krach machen. Wir dürfen echt keinen Krach machen. Wir gehen weiter. Ich habe nichts gemacht. Was ist das denn da? Hier ist noch ein Schrank. Mal auf hier. Da ist nichts drin. Okay. Aber ich befürchte, dass sie gleich irgendwie wiederkommt. Hier ist wieder ein Tisch. Da können wir uns verstecken. Was ist hier? Da kommen wir weiter. Mal rein. Kommen wir auf die andere Seite rüber. Ach, sind wir davon da sind wir gekommen oder nicht? Ach, hier dürfen wir nicht weiter. Das wäre ein Fehler. Da ist ein Loch im Boden. Oh, oh, oh. Das wäre doof. Wir müssen also hier weiter. Oh mein Gott. Teddy, Licht aus. Nur die Frage ist, wann merken wir, was hier wieder da ist? Wo sollen wir denn weiter? Wir müssen hier weiter, ne? Gehen wir hier unter durch. Da drüben müssen wir bestimmt hin. Und wenn wir da vorne... Das ist nämlich eine Flasche. Es muss ja schnell... Teddy, Licht an. Gehen hier mal weiter. Wir müssen bestimmt hier ein bisschen auch weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist noch ein Bild. Traurig. Ist das unser Teddy? Oder ist das Kind? Die Mutter ist bestimmt traurig. Was haben wir da? Konnten wir das nehmen? Das konnten wir doch. Warte mal. Können wir aber nicht ansehen. Okay. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da ist wieder ein Tisch. Tisch ist immer gut. So, jetzt müssen wir hier weiter. Wo? Das ist ja wirklich kurios, ne? Die hängen die Lampen an der... Also die Lampen an der Decke, klar. Die Tischlampen hängen an der Decke, muss man so sagen. Oh. Müssen wir da runter? Oh, verfluchte Axt. Aber ich glaube, ist das... Wir machen das mal zu. Aber wir müssen da runter, so wie es aussieht. Na gut, also... Auf geht's. Ins Ungewisse. Das ging ja noch. Okay. Da ist der Stern. Da sollen wir hin, der Stern. Bloß, wie kommen wir da? Ach so. Kommen wir da rüber? Machen wir ein Teddy-Licht an? Ach, können wir nicht. Schade. Wir müssen da rüber. So. Dahin. Können wir da runter? Und denn? Wenn ich jetzt hier runterspringe... Inventar. Und jetzt? Kann ich die Tür aufmachen? Oh ja, die Tür können wir aufmachen.
Oh, da ist noch eine Erinnerung. So wie es aussieht, da ist noch eine Erinnerung drin. Der Elefant. Wie kommen wir denn an den Elefanten ran? Mutti, du musst mal runterkommen. Ich komme da an dem Elefanten nicht ran. Das wird so nix. Ach, wir müssen hier längs. Können wir da hoch? Ja, natürlich können wir da hoch. Ach Mensch, wir sind doch Schubladenkletterkünstler. So, da hoch. Und da hoch. Genau. Und da ist der Elefant. We got the final memory. Let's hurry. Wir haben die letzte Erinnerung. Ist das der Hammer? Bloß die Frage ist, wo kommen wir wieder zurück? Oder wie machen wir es denn? Da ist die Tür. Oh, oh. Da sind schon wieder diese Spuren. Das gefällt mir gar nicht. Teddy legt an. Wir hören Flüsterstimmen. Oh, ist mir unwohl. Wie komme ich jetzt hier raus? Teddy Licht. Eine komische... Das ist doch sehr kurios. Also irgendwas ist hier ganz böse im Busch. Aber wir als kleiner Junge sind ja dabei, das aufzuklären. Also wir müssen bestimmt hier raus. Ich trau mich hier nicht raus. Ich trau mich echt hier nicht raus. Was heißt das hier? Sollen wir die Tür aufmachen oder nicht? Oh, schnell da rein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Sie hat uns. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Oh, Gottes Willen. Continue. Ja, logisch. Oh mein Gott. Mein Gott. Das geht wirklich durch Mark und Bein. Ich sag euch das. Da sind wir. Wir müssen da durch. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Sollen wir da durchrennen? Wie die Wahnsinnigen? Rennen. Nein, da kommen wir nicht hin. Geh wieder zurück. Ich glaube, wir müssen rennen. Können wir das? Kriegen wir das zurecht? Kriegen wir das zurecht, darüber zu rennen? Bitte, lass uns das schaffen. Lass uns das schaffen. Schnell. Und da rein. Nein, nein. Sie hat uns wieder gefangen. Was ist denn das? Was ist denn das? Nein, nicht den Teddy wegnehmen. Was ist denn jetzt los? Was? Warum hat sie uns denn den Teddy weggenommen? Hallo? Was ist denn jetzt? Da ist ein Stück von unserem Freund. Was? Also es wird unheimlich unheimlicher, muss ich sagen. Wir müssen da hin. Irgendwas ist hier... Was ist denn hier los? Oh, Freunde, da kommt doch irgendwas... Not now. Nicht jetzt? Nicht jetzt? Was denn nun? Not now, man. Nicht jetzt, Schatz. Mutti, was ist da los? Irgendwas ist da doch ganz böse im Busch, oder nicht?
Und die trinkt. Mutti trinkt. Deswegen die ganzen Flaschen, die unterwegs waren. Alter, was eine derbe Geschichte, Freunde. Also das ist ja wirklich sehr... Oh no. Judy. Also das sieht so aus, als wenn die Mami und der Papi halt eben getrennt sind und der Vati ein bisschen, dass sie so ein bisschen Ärger miteinander haben. Und die Mutter will unbedingt das Kind behalten und droht jetzt. Wir sehen wieder nichts. Wir können nichts sehen. Also ich sehe gar nichts. Ich sehe echt nichts. Ich laufe geradewegs drauf zu. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind oder nicht. Also jetzt, da ist wieder das Haus auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Geschichte sagt. Ich bin da furchtbar gespannt. Halt, mach die Tür auf. Die letzte Geschichte, letzte... Genau. Den Teddy schmeißen wir... den Elefanten, der kommt da mal rein. So. Tür zu. Und... Was? Wir drehen am Rad. Wir drehen am Rad. Echt wahr. So, wir haben alle... Wir haben alle vier Erinnerungen. Wir können aber... Ach hier. Wir haben ja seine Pfote. Jetzt geht die Tür auf. Ich bin gespannt. Ihr bestimmt auch, richtig? Oder sie geht nicht auf? Ich, also, na gut, okay, wir müssen ja rein. Nützt ja nichts. So. Also wie es aussieht, hat die Mutti ein kleines Alkoholproblem. So, jetzt kommt es drauf an. Nun werden wir sehen. Nun werden wir das sehen, was da los ist, was da abgeht. So, ich bin gespannt. Da sind unsere drei Erinnerungen. Und alles noch so, wie es war. Das Bett steht da. Okay, also wir machen uns jetzt... Da ist der Mond. Können wir nicht mitnehmen, nein. Da ist der Stern. Da sind die... Da ist ein Puzzleteil. Okay. Da sind die Eulen, die wir auch gebraucht hatten. Da liegt eine Flasche. Können wir überhaupt irgendwas aufsammeln hier? Sollen wir hier nochmal reingucken?
Ich weiß nicht, ob die Tür aufgeht. Die ist verschlossen. Türen sind verschlossen. Wir müssen jetzt runter. Was haben wir? Da ist der... Der eine Schlüssel, der Dreieckschlüssel. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder... Oh nein. Da ist noch ein Puzzleteil. Da ist das Puzzle, was wir gelöst hatten. Okay, dann müssen wir da weiter. Alle Vorhänge zu. Alle Fenster sind zu. Ich trau mich nicht. Da weint doch jemand. Da weint doch jemand. Die Mutti weint. Da ist die Mutti. Mutti hat ein bisschen viel gehabt, höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht. Es hat an der Tür geklopft irgendwo. Mit der Mutti können wir nicht reden. Wir trösten sie mal. Das bringt aber nichts. Mutti ist fertig. Irgendwo hat das hier geklopft. War das hier hinten raus? Da, es hat an der Tür geklopft. Wer ist denn da? Wir gehen ins Licht, Freunde. Wir gehen ins Licht. Hi, little one. Come here. Höchstwahrscheinlich der Vati. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix him up. Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und die Erinnerung, das war, die Mutti hat, ja, hat getrunken. Und damit das Kind, ja, wie soll man sagen, von sich gestoßen? Auch nicht, nein. Ja doch, ein bisschen irgendwo, ne? Verängstigt auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein sehr gruseliges Spiel, fand ich. Das ging wirklich und die Haut war sehr kurz. Aber... Ich meine, das habe ich ja von vornherein gesagt, das habe ich auch irgendwo gesagt, das habe ich auch gelesen, dass das ein kurzes Horrorspiel, Horror, naja gut, Gruselspiel auf jeden Fall ist es. Ich fand es sehr toll gemacht. Wie hat es euch denn gefallen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Tja, auf jeden Fall, es war sehenswert, fand ich auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in irgendein anderes. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.